Nicht zuletzt haben wir auch erkannt, dass das Polizeipräsidium und auch besonders das Polizeirevier 4, was hier für uns zuständig ist, von Anfang an weiterhin nicht für uns arbeiten wollte oder wollten, ist der richtige Ausdruck. Und nur deshalb, man wollte uns wirklich einige Male mit diesem, es war wohl Wermut oder Freude, den man gegen unsere Tür gegossen hat, wo man dann auch das Dach gegen unsere Tür getreten hat. Ne? Wo sie die Spuren noch sehen und wo man dieses Insektizid überall hingeschmiert hat. Da gab es auch noch einige andere Sachen. Wollte man uns unbedingt zur Polizei nötigen und dass wir die Polizei rufen? Ich möchte auch mal so sagen, wir wollten ja auch, dass man sagt, gegen den Schicks vorgeht und auch gegen diesen anderen Penner mit diesen Büchern, die uns da hypnotisieren wollte und so. Das hat man ja in Videos direkt. Auch bei dem Schicks habe ich mir große Mühe gemacht, ne? Damit man ihn dann endlich festnimmt und damit was passiert, auch mit der Paarweiß und mit der Saftnase. Das hat man ja alles einfach nicht gemacht und sie laufen ja einfach frei rum. Und das sollte jedem doch zu denken geben. Und alleine schon diese enorme Peinlichkeit, wo ich da meinen Weinanfall kriege bei diesem Schicks, wo er schon wieder den Arm und die Faust hebt und in der Faust schon wieder das Schlüsselbund hat, um mich zu schlagen. Da, wo ich dann nicht mehr an mich halten konnte und dann so weinen musste. Das ist doch so peinlich für so einen Mann. Weil ich wollte auch immer nur Mann sein und Held sein. So, und auch dafür verlange ich natürlich selbstverständlich eine Entschädigung. So, und wir müssen auch das jetzt immer oben lassen, weil das sind unsere einzigen Beweise. Leider auch das, was wir zu diesen Vergiftungen gesagt haben am 20. Aber wie gesagt, dann weiß man nicht mehr wirklich, was man sagt, wenn man so vergiftet ist. Das weiß man dann nicht mehr wirklich. Das sollten wir noch mitbekommen haben. Wir haben uns nicht umsonst den Arms nochmal gemeldet, damit die Welt auch hört, dass es schon besser ist mit der Vergiftung. Weil das ist leider denn, das Hirn ist dann so doll vergiftet und ja, dann sagt man nur noch das, was einem einfällt. Das ist ganz schlimm, aber wir müssen es oben lassen, damit jeder diese neuerliche, ganz, ganz brutale Vergiftung hört. Und Sie merken ja auch heute wieder, wie schlecht ich reden kann, weil ich mein Leben lang betäubt bin. So, und jetzt kommt natürlich wieder der Druck und die Angst dazu. Wie lange überleben wir noch in dieser Wohnung? Wie lange halten wir das noch aus? Deshalb wird das Schreiben hierzu, was wir dazu jetzt schreiben, zu den Videos auch immer weniger, weil das ist einfach zu doll. Sie merken auch, dass ich meine Hand gar nicht so richtig hinhalten kann. Also es ist einfach unglaublich. Und es muss auch jetzt anlaufen, dass die Leute dann auch kalte Wohnungen haben und sich dann ab sofort nicht mehr waschen dürfen, ne? Weil wie gesagt, bis vor 14 Tagen hätten wir uns immer noch schön waschen können, Wochenende. Dann hat man uns so doll begast und betäubt, damit wir das nicht können. Aber man wollte das, dass wir das machen. Damit wir uns vielleicht noch verletzen. Oder nicht aus der Badewanne kommen oder so oder irgendwas. Das möchte ich da auch noch mal sagen. So, und wir müssen jeden Wassertopf alles aufsetzen und es ist vor allen Dingen der Windschuleffekt, der hier so doll wirkt. Lass uns noch mal schauen, ne? Also, die ersten Tage, wo es schon so sehr kalt war, hatten wir immer noch um 15, 17 Grad. Und jetzt haben wir 10,4 Grad. Das reicht eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich schon kalt genug. Das hält man schon normalerweise gar nicht aus in der Höhe. So, und wir brauchen ganz stark Stunden, um unsere Körpertemperatur einigermaßen zu halten. Möchte ich auch noch mal sagen. So, und das war's, mein Lade. Da habe ich noch was vergessen. Wolltest du noch was sagen? Nee. So, und wie man das schön verhindert, wie man uns dann gleich zeigt bei der Post, dass es dann da einfach weitergeht. Also, am wichtigsten ist jetzt, dass wir angeblich keinen erreichen, persönlich, damit wir keinen persönlich zur Verantwortung ziehen. Da muss ich sagen, mitnichten. Wir haben alle angemeldet und auch immer wieder angeschrieben. Und man hat auch unsere Post gekriegt. Und man hat jetzt alles im Internet gehört, weil das spricht sich rum. Da wird man auch nachgefragt, da wird man auch angerufen. Da fragen natürlich auch andere nach.
Also weiß jeder Bescheid und also werden wir auch jeden dafür schön zur Verantwortung ziehen, wie man es mit uns gemacht hat. So, und danach werden wir dann erstmal sehen, was hier los ist und wie hier überhaupt noch recht gesprochen wird. Das wird erstmal gar nicht. Und bei diesen Obdachlosen wollte man uns auch schon wieder zu irgendwas hier nötigen, um der Welt wieder irgendwelches Recht zu zeigen. Ich möchte nochmal sagen, das geht hier nicht um unser Arbeitslosengeld 2 Geld. Das ist doch wohl ein Witz, oder was? Das geht hier jetzt vorwiegend erstmal um diese kalte Wohnung, dass man einfach, nachdem wir diese Behindertenwohnung nicht wollten, alles verändert haben, dass wir überhaupt rauskamen. Weil wir haben hier mal keinen Keller gehabt und so, und das war hier so laut. Und wir, diese ganzen Penner hier, das war doch ganz schlimm. Da wollten wir raus und dann geht es doch erstmal um unsere Kinder, ja, um Immobilien, Firmen, Patente, unser riesiges Vermögen, das Vermögen unserer Ahnen und alles andere. Darum geht das doch. Man soll aufhören, das nebenbei jetzt immer zu vertuschen. Darum geht das doch. Damit wir entsprechend unseres Fleißes und unseres Könnens und dem, was wir erarbeitet haben, auch leben können. Aber so wie wir es wollen. Ne? So, und das ist doch eine Zumutung, dass wir uns hier mal mit Gerichten, Behörden, Politikern und so abgeben müssen. Das ist doch dann wirklich eine Zumutung. So, wie hinterhältig das wieder war, wo man mich mal wieder kurz mal gerne zum Arzt schicken wollte und alle anderen Sachen. Ja, da sollten alle anderen ja wohl auch wach geworden sein, ne? Was das hier noch für Ulknummern sind. Erst hat man es nur verhindert, damit wir gar nichts in der Hand kriegen und damit wir gar nicht mitbekommen, dass alle sowieso gegen uns arbeiten. Das ist uns aber heute klar. Und jetzt versucht man nur noch, will man nur noch wissen, wie lange ich noch aushalte. Nichts anderes. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.